Ich grüße euch herzlichst. Wir haben den goldenen Monat Oktober mit dem Sternzeichen Waage. Der Sommerwind hat sich verabschiedet und wir spüren die Kühle der Nacht bis in den Morgen. Der Tag und die Nacht sind seit dem 23. September ausgewogen gleich. Der Herbsttag und die Nachtgleiche definiert den Herbstanfang im astrologischen Sinne. Meteorologisch gesehen beginnt der Herbst bereits schon Wochen vorher. Denken wir an das Erntedankfest und werden wir uns bewusst, dass nun die Tage der Herbstzeit beginnen und die Nebelschwaden legen sich wieder nieder. Die bunten Lichtspiele des Himmels gehen hinüber in das Farbspiel der Natur und wir sehen das Farbenspiel der Sonne, ohne von ihr geblendet zu werden. Die Natur zeigt sich in bunten Farben. Jeder Sonnenuntergang dieser Zeit drückt den wunderschönen Übergang zwischen Licht und Dunkel aus. Nun ist es Herbst. Der Oktober ist mit dem Sternzeichen nach die Waagezeit. Waagegeborene stehen für das Ausgeglichene. Sie überlegen und wiegen ab, bevor sie eine Entscheidung treffen. Aber auch für andere ist der Oktober ein Monat, wo man Harmonie in eine Beziehung bringen kann. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, mit dem Universum wie in einem Spiegel zu erkennen, dass du mit dem Universum in Verbindung stehst. Zum Beispiel, was außen und was innen ist, was unten und oben ist, vorne und hinten ist. Lausche, wie die Blätter im Wind rauschen und verbinde dich mit dem Universum, mit deinem Engel. Eine Ruhe, eine Zufriedenheit kommt über dich. Und du erkennst es. Es ist Zeit, sich von draußen und der Wärme der Sonne zu verabschieden. So nimm das Licht der Sonne, die das Helle und das Dunkel trennt, in dir auf, voller Dankbarkeit. Die schöne Herbstzeit hat begonnen. Und für diese Zeit wünsche ich euch alles Gute. Eure Deria.